Giselle Oppermann, 34, hat es nicht ausgehalten. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gehört zum Cast der neuen Show Das große Promi-Büßen. In dieser konfrontiert Moderatorin Olivia Jones, 52, die Promis mit ihren Fehltritten aus der Vergangenheit, aber auch waghalsige Spiele stehen auf dem Programm, bei denen es wichtig ist, dass die Promis zusammenhalten. Doch eine Challenge wurde Giselle zu viel. Nach 5 Sekunden brach sie das Spiel ab. Die Herausforderung? Die Prominenten mussten 4 Minuten in einem Pool gefüllt mit 6 Grad kaltem Wasser verbringen. Alle Kandidaten müssen die Challenge bestehen, ansonsten werden ihnen ihre Koffer abgenommen. Mir geht es nicht so gut, wenn ich den Wasserbottich sehe, sorgte sich Giselle bereits im Vorfeld. Im Wasser hielt sie es dann keine 5 Sekunden aus und brach ab. Warum soll ich mich für eine Sache entschuldigen, wenn mein Körper Nein sagt? Erklärte sie im Nachhinein. Carina Spack, 26, und Elena Miras, 30, konnten aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Spiel teilnehmen. Ernesto Monte, 47, wendete eine besondere Taktik an, um es mit seinen Teammitgliedern Daniele Negroni, 26, und Simex im eiskalten Wasser auszuhalten. Er redete durchgehend, um die Jungs abzulenken. Das war so witzig, freute sich Daniele über Ernestos Engagement.